Herr Präsident, meine Damen und Herren! An dieser Stelle erklärt Ihnen ja gerne der Kollege Amthor die Verfassung. Aber er muss wohl noch etwas an seiner Didaktik feilen. Gefruchtet hat es bislang jedenfalls nicht in allen Reihen des Parlaments. Dann müssten wir uns nicht immer wieder unqualifizierte Äußerungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk anhören. Wenn der zum Beispiel als Staatsfunk oder Lügenpresse beschimpft wird, ist das für mich als Medienpolitikerin und Journalistin schier unerträglich. Wer hier, wie Herr Gauland oder Frau von Storch, von einem steuerfinanzierten Rundfunk träumt, hat es einfach nicht verstanden. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, nein. Die von der Verfassung geforderte Staatsferne, ich habe ja noch nicht mal angefangen, die von der Verfassung geforderte Staatsferne ergibt sich gerade daraus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben nicht von den Launen des Finanzministers abhängt. Deshalb wird er über seine Abgabe direkt von den Bürgerinnen und Bürgern finanziert. Ein Staatsrundfunk am Gängelband des Finanzministers ist schlichtweg verfassungswidrig. Ihre Schwierigkeiten mit der Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen eint sie mit autoritären Regimen. Das zeigt, Demokratie und unabhängige Medien bedingen sich gegenseitig. Wo keine Demokratie, da keine freie Presse. Wo keine freie Presse, da keine Demokratie. Aus diesem Gedanken und als Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus ist der Öffentlich-Rechtliche 1945 eingeführt worden. Und wer heute gar seine Abschaffung fordert, so wie Herr Brandner, der hat es auf unsere Demokratie abgesehen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Dabei kommt die AfD in den von Ihnen als gleichgeschaltet oder linksgrün geschmähten Medien ja ziemlich oft zu Wort. Die Opferrolle, in die Sie sich so gerne begeben, kauft Ihnen ja höchstens Ihre eigene Filterblase ab. Wenn Sie beim Klima an Kevin Kühnert scheitern, ist aber nicht Herr Lanz schuld. Und wenn Sie zur Rente nichts zu sagen haben, nicht Frau Illner oder Frau Will. Die Wahrheit ist doch, Sie reden von Unabhängigkeit, aber Sie wollen Propaganda. Sie reden von Meinungsfreiheit, aber Sie verbreiten Hass und Hetze. Und Sie faseln von Staatsfunk und ertragen aber einfach keine Fakten. Und wissen Sie, meine Oma hat immer gesagt, wer schreit, der hat Unrecht. Es braucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und zwar mehr denn je. Als unabhängiger Wegweiser im Informationsdschungel mit besonderen Anforderungen an Qualität und an journalistischer Sorgfalt, staatsfern und gruppenfern und frei von marktwirtschaftlichen Zwängen. Und genau deshalb müssen wir für ihn kämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Bekenntnis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es ist auch höchste Zeit für eine Reform. Wenn der Weltspiegel dem Sport weichen muss, wenn Dokumentationen nur noch im Nachtprogramm laufen, wenn Kultursender zu reinen Musikabspielwellen werden sollen, dann müssen wir uns im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer Gedanken machen, und zwar jetzt. Wir müssen bei aller Unabhängigkeit deutlich machen, was diese Gesellschaft von ihrem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwartet. Und dann können wir gerne darüber reden, was das kostet. Aber in dieser Reihenfolge alles andere ist Unsinn. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Und da freue ich mich ausgesprochen, dass die FDP ihre bisherige Position überarbeitet hat und sich gegen eine Indexierung ausspricht. Wir haben einen umfangreichen Antrag erarbeitet und damit wir über die zentralen Fragen breit diskutieren. Wir brauchen eine öffentliche Debatte. Deshalb schlagen wir eine Expertenkommission vor. Denn
Frau Kollegin, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Sie sind 40 Sekunden über die Zeit und ich bitte Sie jetzt Platz zu nehmen. Nein, es hört sich keiner mehr. Ich habe Ihnen das Mikrofon abgeschaltet. Frau Kollegin, bitte, oder sollen Sie begleitet werden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD-Fraktion hat um eine Kurzintervention gebeten, der ich nicht stattgebe, weil die AfD noch vollständige Redezeit hat und sie in der Sachdebatte teilnehmen können. Das gilt nicht nur für die AfD, sondern grundsätzlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächstes hat für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Gitta Connemann das Wort. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Diesen Satz kannten Millionen von Hörern. Ab 1946 wurde in West-Berlin gesendet, aber auch im Osten gehört, heimlich, unter hohem Risiko. RIAS informierte über die Grenzen hinweg. RIAS stärkte den Widerstand gegen die kommunistische Diktatur. Auch RIAS hat zum Sturz der Mauer beigetragen. Dies zeigt, Demokratie braucht freie Berichterstattung. Und es zeigt, für Menschen in Unfreiheit sind freie Medien eine Quelle der Hoffnung. Wir CDU/CSU bekennen uns zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er steht für Meinungsfreiheit, für Informationsfreiheit. Und zur Wahrheit gehört, dieses weltweit in Gefahr. Dabei denke ich zum Beispiel an Russland. Dort gibt es brutale Zensur, das bekommt gerade unser Auslandssender, die Deutsche Welle, zu spüren. Ihr droht der Entzug der Sendeerlaubnis wegen eines Tweets. Russen werden dafür sogar zu Lagerhaft verurteilt. Kritik ist eben in Russland unerwünscht. Demokratie geht anders. Deshalb ist für uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk existenziell. Fakt ist, Rundfunklandschaft und Nutzerverhalten haben sich verändert. Digitalisierung ist hier nur ein Stichwort. Hierauf müssen die Öffentlich-Rechtlichen reagieren können. Dafür brauchen sie das erforderliche Handwerkszeug. Für faire Regeln rund um das Internet wurde aktuell der Rundfunkstaatsvertrag angepasst. Hier gibt es allerdings sicherlich noch Handlungsbedarf seitens der Länder. Das Handwerk muss aber auch verantwortungsvoll eingesetzt werden, auch außerhalb des Internets. Wer Kommentar und Bericht vermengt, riskiert seine Glaubwürdigkeit. Moderatoren sollen Politik kritisch begleiten, aber nicht Politik machen. Fakt ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nie wie nie zuvor attackiert und diffamiert. Als Staatsfunk, Systemmedien, Propagandasender. So soll seine Glaubwürdigkeit unterminiert werden. Das ist perfide. Wer so agiert, legt die Axt an eine Wurzel unserer Demokratie. Sie braucht unabhängigen Journalismus. Fakt ist, die Öffentlich-Rechtlichen bieten Angriffsfläche. Das Privileg der Gebührenfinanzierung basiert auf einem Auftrag. Es ist zu sorgen für Information, Bildung, Beratung, Unterhaltung und insbesondere Kultur, für Meinungsvielfalt. Und schon die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages sah Defizite. Von der Transparenz über die Programmgestaltung bis zur Fairness von Beschäftigungsverhältnissen. Nicht jeder Hinweis wurde aufgegriffen. Das sieht man am Programm heute. Sturm der Liebe, Rote Rosen, In aller Freundschaft. An Unterhaltung fehlt es bei der ARD nicht. Bildung gab es gerade um 19.45 Uhr für 5 Minuten bei Wissen vor 8. Ist Tiefkühlgemüse ungesund. Und das ZDF kommt um 0.40 Uhr mit Aspekte extra von der Frankfurter Buchmesse seinem Kulturauftrag nach. So bitte nicht. Kultur gehört nicht in die Nacht oder den Spatenkanal und ist mehr als Event.
Einschaltquoten und Klickzahlen sind kein Maßstab für Qualität und Relevanz. Ohne diese wird auf Dauer die Frage nach der Berechtigung der Gebührenfinanzierung gestellt. Fakt ist, Politik darf kein Programmgestalter sein. Die Anstalten müssen selbst entscheiden können, welche Angebote sie Zuschauern, Hörern und Nutzern im Fernsehen, Radio und Internet unterbreiten. Im Gegenzug müssen sie ihren Auftrag erfüllen. Das braucht Aufsicht. Für mich persönlich gehört das derzeitige System aber auf den Prüfstand. Einige dieser Punkte klingen in den vorliegenden Anträgen an. Beide haben nur ein grundsätzliches Problem, den Adressaten. Der Bund ist nicht für den Rundfunkstaatsvertrag zuständig. Dieser wird einzig und allein zwischen den Ländern geschlossen. Der Bund trägt nur einen Sender, die Deutsche Welle. Diese wird von uns auch in diesem Jahr gestärkt, ganz bewusst, denn sie ist unsere freie Stimme für eine freie Welt. Vielen Dank, Frau Kollegin Kornemann. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Martin Erwin Renner, der AfD-Fraktion. Grüß Gott, Herr Präsident. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Zuschauer sind nur noch wenige da. Liebe Zuschauer, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute hier über diese Anträge zum Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen. Sicher nicht wegen der Inhalte, aber doch, weil es dringend notwendig ist, dass in diesem Parlament über das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk mal gesprochen wird. Bündnis 90 Die Grünen möchten den Bestand und die Weiterentwicklung sichern. Die FDP möchte ihn zukunftsfest machen und seine gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen. Schon die Titel sind bezeichnend, der Inhalt noch viel mehr. Die Grünen fordern, was Grünen eben immer so fordern, Diversität, Quoten, Plattformen für ideologische Absurditäten, die außer ihnen kaum jemand täglich sehen und hören möchte, für die der Bürger aber zahlen soll. Jawohl. Die Grünen haben weder die Demokratie, noch haben sie Rundfunk und Medienfreiheit in ihren grundsätzlichen Strukturen und ihren Voraussetzungen jemals richtig verstanden. Ich denke, das sind einfach Kobolde für die Grünen. Zum Antrag der FDP. Meinen Sie nicht, dass der unabhängige und der staatsferne öffentlich-rechtliche Rundfunk in erster Linie selbst für seine gesellschaftliche Akzeptanz verantwortlich ist? Sie haben hier zwar einige der vielen Probleme erkannt, verleugnen aber die Ursachen. Fragen Sie doch erst einmal, warum wir denn überhaupt eine so ausgesprochene Medienkrise in unserem Land haben. Wir erleben heute eine Symbiose, eine gegenseitige Abhängigkeit von Politik und Medien zu allfälligen gegenseitigen Nutzen. Der Bürger sieht sich einem schier erdrückenden politmedialen Komplex gegenüber, der den Bürger unentwegt mit voller gleichgeschalteter Lautstärke beschallt, einer Lautstärke, die keinen Widerspruch zum Gesagten, zum Dargestellten mehr zulässt. Dieser politmediale Komplex mit seiner allgegenwärtigen politischen Korrektheit schränkt den Korridor des Denk- und Sagbarens, aber auch den Korridor der freien und unabhängigen Informationsgewinnung für den Bürger in unerträglicher Weise ein. Die Medien und insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk transportieren keine alternativen politischen Sichtweisen mehr. Sie verkünden fast ausschließlich nur noch Botschaften, die den Machtinteressen der Regierenden oder der gierig regieren Wollenden dienlich scheinen. Früher hieß es, die Medien seien die vierte Gewalt in unserer Demokratie und damit die Kontrolleure der politischen Macht. Und heute? Heute sind diese Medien zu Herolden, zu Lautsprechern, zu Meinungsverstärkern der politisch Mächtigen geworden. Kritische Berichterstattung, alternative Sichtweisen, neutralen, ideologiefreien Journalismus findet man zumeist nur noch im benachbarten Ausland. Sie wissen, Sie kennen das aus der Geschichte, wie damals in den unseligsten Zeiten. Damals die BBC und später dann das sogenannte Westfernsehen. Alle diese Entwicklungen bleiben dem Bürger nicht verborgen.
Jetzt soll die öffentliche Meinungsbildung noch unverhohlener, noch drastischer beeinflusst und gelenkt werden. Und dann auch noch ausgestattet mit Zukunftsgarantien für die Perpetuierung des heute schon unerträglichen und immer schlimmer werdenden Zustands. Den Bürger sollen seine Mündigkeit und die Fähigkeit zur Bildung einer eigenen Meinung von übergriffigen Nanny-Staat noch weiter abgesprochen und entzogen werden. Und dann wird er sogar noch gezwungen, für die vorgekauten Meinungen und die eigene Entmündigung Gebühren zu zahlen. Und das soll dann die gesellschaftliche Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befördern? Wohl kaum. In unserer noch sogenannten Demokratie, in der ein privates Zusammenkommen zum Kaffeetrinken mit dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei zum Verlust der beruflichen Existenz des hessischen Filmförderchefs führte, wo blieb denn da der weiträumige mediale Aufarbeitungsansatz angeblich der so staatsfernen und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Meine Damen und Herren, das Thema der vorgelegten Anträge ist richtig. Der Zeitpunkt ist lange überfällig. Doch die hier aufgezeigte Stoßrichtung ist grundverkehrt. Die Probleme sind weitaus komplexer. Und ganz sicher ist, dass die Organisation und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks grundlegend in Frage gestellt werden gehört. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedarf einer strukturellen und einer entideologisierenden Reform. Und ganz sicher sollte das nicht wieder einmal durch die Etablierung einer Expertenkommission geschehen, einmal mehr bestehend aus staatsgeldgierigen Geschwätzwissenschaftlern aus dem internationalsozialistischen One World Phantasma Spektrum, sondern dieses Gremium zur Reformfindung des öffentlichen Rundfunks muss ganz zwingend aus den Mitgliedern dieses Parlaments zusammengestellt werden, inklusive der Parlamentarier der Landesparlamente, weil es um den Fortbestand unserer Demokratie geht. Und Sie werden in Kürze Vorschläge zu diesem Thema von uns präsentiert bekommen. Pax vobiscum! Bei Ihnen war ich diesmal großzügig, nämlich 40 Sekunden drüber. Okay. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Martin Rabanus, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es gut und insofern danke ich auch der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der FDP, dass wir das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und seine Bedeutung in der dualen Medienordnung heute Abend hier anhand der Anträge diskutieren und besprechen können. Und da will ich in aller Klarheit unmissverständlich sagen, die SPD steht nicht nur zur dualen Medienordnung, sondern sie steht auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat in der Tat mehr denn je die Aufgabe, zu einer pluralen und zu einer Meinungsbildung in der Bevölkerung beizutragen. Er steht für Meinungsvielfalt und für Ideologiefreiheit. Er steht gerade in einer Zeit, in der zwar die Verfügbarkeit von Informationen über elektronische Medien größer und größer geworden ist, steht er dafür, eben gegen Fake News auch angehen zu können, gegen Desinformation, von welcher Seite auch immer, gegen Populismus. Und das in der Tat ist von zentraler Bedeutung für unsere Demokratie, für unser funktionierendes demokratisches Gemeinwesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was gut ist an dem Antrag der Grünen, wenn ich das, werte Kollegen, mal so werten darf, ist, dass Sie das im Grunde ja genau so sehen. Das muss uns als Demokraten in der Tat aus meiner Sicht auch auszeichnen. Dass ich nicht jede einzelne Ihrer Forderungen für meine Fraktion oder auch für die Koalition querschreiben würde, gehört zum demokratischen Diskurs. Was ich für maßgeblicher finde, und da kann ich auch an bereits vorgetragene Kritik anschließen, ist, dass Sie in geradezu maßregelnder Form hier von der Bundesebene auf die Länderkompetenz einwirken. Das halte ich für, vorsichtig formuliert, schwierig. Denn tatsächlich ist es so, dass in Deutschland aus gutem Grund
die Verantwortung für die Medienpolitik bei den Ländern liegt und sie dort auch gut liegt. Das kann man sehen, wenn man sich anschaut, wie eben die Abstimmungsprozesse auch zwischen den Ländern funktionieren, dass unter dem Vorsitzland Rheinland-Pfalz in der Rundfunkkommission der Länder ja der Medienstaatsvertrag jetzt auch beraten wird, der Medienstaatsvertrag, der auch weitet, den Rundfunkbegriff modernisiert, der sich erstmals auch der Aufgabe stellt, die großen Gatekeeper im Internet mit in eine Regulierung aufzunehmen. Ich sage mal das Stichwort Plattformen, Intermediäre, Videostreaming-Dienste. Das ist gut und das ist richtig so. Die Länder machen ihre Aufgabe. Und wir können den Dialog zwischen den Ländern und dem Bund weiter organisieren und weiter befördern. Wenn wir das gemeinsam tun, dann finde ich das tatsächlich ganz großartig. Die Vorschläge der FDP sind uns als Fraktion doch zu klein, will ich mal sagen, die eher darauf abzielen, den Funktionsauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Sender auf eine minimale Basis zu beschränken. Das wird den Herausforderungen aus unserer Sicht nicht gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich sagen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und eine vielfältige und freie Medienlandschaft sind konstitutiv für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für mich so etwas wie die Achillessehne desselben. Elementar für die Funktionsweise, für die Beweglichkeit und das Gesamtsystem. Ich weiß im Moment sehr wohl, wovon ich rede, wenn das mit der Achillessehne nicht mehr funktioniert, wie es soll. Und in diesem Sinne lassen Sie uns dafür werben und dafür streiten, dass die Stabilität und die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhalten bleibt. Das darüber mit Ihnen zu diskutieren im Ausschuss, darauf freue ich mich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir haben Ihrem Handicap ausreichend Rechnung getragen hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie von einem Zwischenstand unterrichten. Dieses Haus ist doch lernfähig. Wir haben es jetzt geschafft, bei den vielfältigen Reden, die bereits jetzt zu Protokoll gegeben worden sind, die Verweildauer auf 2.50 Uhr zu reduzieren. Das ist immer noch ein Ansporn, sich zu beteiligen, dass es auch noch früher werden kann. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Thomas Sacker, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern Sie sich, kein Sonntag ohne Tatort. Jeden Abend schaut die Familie gemeinsam Nachrichten, heute beim ZDF oder die Tagesschau bei ARD. Über Jahrzehnte war der öffentlich-rechtliche Rundfunk der häufigste Gast in den Wohnzimmern der Republik. War, meine Damen und Herren, denn private Rundfunksender ergänzen die Programme und die digitale Revolution verändert die Mediennutzung und das Medienverhalten der Gesellschaft im atemberaubenden Tempo. Information und Unterhaltung sind im Internet durch Sky, Netflix, Amazon Prime und wie die Anbieter alle heißen mögen, jederzeit verfügbar und werden jederzeit genutzt. Kaum einer der jüngeren Generation sitzt Punkt 20 Uhr daheim, im Wohnzimmer auf der Couch. Lineares Fernsehen, meine Damen und Herren, konsumieren heute nur noch überwiegend Personen über 60 Jahren. Gleichzeitig verschwindet das Vertrauen der Menschen in Medien. Ist eine Nachricht glaubwürdig oder sind es doch nur Fake News, die gerade eben verbreitet werden? Immer mehr Akteure versuchen Einfluss zu nehmen, versuchen Menschen durch direkte Ansprache zu beeinflussen, versuchen ihre oft abstrusen Botschaften unter das Volk zu bringen. Populismus scheint hier ein leichtes Geschäft zu sein. Das, meine Damen und Herren, sind die Herausforderungen, die wir angehen müssen. Und wir Freien Demokraten wollen diese Herausforderungen auch angehen. Wir Freien Demokraten bekennen uns zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wollen ihn gerade deshalb fit für die Zukunft machen. Wir wollen einen starken öffentlichen Rundfunk, der durch Qualität überzeugt. Wir wollen einen öffentlichen Rundfunk, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert, der sich auf die Bereiche Information,
Bildung und Kultur fokussiert und damit Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei den Bürgern zurückgewinnt. Und wir wollen das Programm digitaler machen und online besser verfügbar. Ja, wir Freien Demokraten sind davon überzeugt, dass der begonnene Strukturwandel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben noch nicht ausreicht, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Denkverbote darf es nicht geben. Brauchen wir tatsächlich zwei nationale Sender? Können vielleicht noch weitere Länderanstalten enger zusammenarbeiten oder gar fusionieren? Und es ist tatsächlich notwendig, wenn es doch staatlich garantierte Beitragseinnahmen gibt, zusätzlich noch Werbung und Sponsoring zu verkaufen? Und wie sieht es mit den horrenden Preisen für Großereignisse und Unterhaltung und Sport aus? Der Antrag der Grünen beschäftigt sich vor allem mit der digitalen Agenda des öffentlichen Rundfunks. Das ist richtig und wichtig. Aber lässt sich damit schon allein die Zukunft meistern? Herr Kollege Hacker, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Können wir am Schluss machen. Nee, am Schluss kann man keine Zwischenfrage stellen. Dann sollen Sie eine kurze Intervention machen. Okay, also Sie wollen nicht zulassen. Nein. Das ist richtig und wichtig, die digitale Agenda ins Zentrum zu setzen, aber es reicht eben nicht aus. Wir, liebe Kollegen von den Grünen, sehen den öffentlichen Rundfunk als einen Akteur in einer pluralistischen Medienlandschaft gleichberechtigt, mit privaten Anbietern nicht bevorzugt. Meine Damen und Herren, wenn es uns gelingt, den Rundfunkauftrag neu und fokussiert zu fassen und den Strukturanpassungsprozess im öffentlichen Rundfunk engagiert und konsequent fortzuführen, dann haben wir auch die Chance, auf das leidige Thema Erhöhung der Rundfunkbeiträge die richtige Antwort zu geben. Die Beiträge können dann dauerhaft und deutlich gesenkt werden. Die einfache, aber schlechte Lösung der permanenten Beitragserhöhung durch die Indexierung ist dann hinfällig. Lieber Kollege Rabanus, die FDP im Deutschen Bundestag hat Vertrauen in die Arbeit ihrer Landtagsfraktion, in unserer Landtagsfraktion, in die Länderkompetenzen. Wir arbeiten eng zusammen, nehmen Impulse auf den Ländern aus und entwickeln sie gemeinsam weiter. Und genau deswegen stelle ich mir die Arbeit auch so vor, wenn wir jetzt über die Zukunft des öffentlichen Rundfunks reden, Bund und Länder gemeinsam Impulse aus der Gesellschaft aufnehmen und weiterentwickeln. Dazu sind wir Freie Demokraten bereit und dazu laden wir auch ein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Acker. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Doris Achelbill, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Anwesende, so schlimm sieht es tatsächlich mit der Akzeptanz des Öffentlich-Rechtlichen nicht aus. 83% der in Deutschland Befragten gehen laut einer aktuellen Umfrage von Infratest an, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für sie unverzichtbar ist. In allen Altersgruppen genießt er breite Unterstützung und mehr Glaubwürdigkeit als die privaten. Daran zeigt sich, dass viele Beschäftigte bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk wichtige, wertgeschätzte Arbeit machen. Uns kommt bei der aktuell ja recht breiten Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch noch einiges zu kurz. Die Situation gut ausgebildeter Mitarbeiter und Journalistinnen, die jeden Tag das inhaltliche Programm stemmen, das gehört sicherlich dazu. Ein besonderes Augenmerk liegt für die Linke auf den Arbeitsbedingungen der vielen sogenannten festen Freien, ohne die der öffentlich-rechtliche Rundfunk gar nicht mehr laufen würde. Dass sie sozialversicherungsrechtliche Nachteile haben und ihr Berufsleben nur bedingt planen können, kann nicht zufriedenstellen. Hier müssen die zuständigen Länder zusammen mit freien Vertretungen und Personalräten erreichen, dass prekäre Arbeit wieder zurückgedrängt statt ausgeweitet wird. Gleichstellung und Diversität in den Redaktionen und vor der Kamera sind ebenfalls Themen, die höher hängen müssen. Der Nachholbedarf ist bekannt. Wenn jenseits solcher Aufgaben die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen bei der FDP vor allem dann doch auch in Sparmaßnahmen und schlanken Strukturen gesehen wird, geht das an zentralen Bedarfen vorbei und macht auch etwas hellhörig. Wir sind nicht für Zusammenführungen und Zusammenlegungen von Anstalten. Die föderale Senderlandschaft, nämlich auch die kleinen Anstalten, gehören mit ihren regionalen Arbeits- und Entwicklungsbedingungen und crossmedialen Vorzeigeproduktionen mindestens erhalten und unterstützt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt in einer veränderten Medienlandschaft tatsächlich eine besondere Verantwortung zu, die er noch nicht ganz auslotet.
Es ist bei allen Klärungsbedarfen enorm wichtig, ihn zu haben, gerade jetzt. Er sollte sich selbstbewusst um die Rolle bemühen, überzeugender Gegenpol zu Fake News Blasen, Desinformation und flacher Klick- und Quotenorientierung zu sein. In diesem Sinne erwarte ich übrigens auch von ARD-Talkshows, dass Beiträge, die Antisemitismus relativieren, klar eingeordnet und nicht einfach so stehen gelassen werden. Zum technischen Wandel. Digitalisierung, neue Endgeräte und Nutzungsgewohnheiten bedeuten, dass es für den Öffentlich-Rechtlichen auch neue Rahmenbedingungen durch die Politik braucht. Um die regulatorischen Herausforderungen wurde sich jahrelang auch hier im Hause zu wenig gekümmert. Eine zentrale Frage ist tatsächlich, da stimmen wir zu, wie gehen wir mit Plattformen wie YouTube und Facebook um, die bislang weitgehend außerhalb der Medienpolitik operieren. Hier braucht es endlich zeitgemäße Konzepte, wie zum Beispiel den Angang einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Mediathek, Algorithmentransparenz, gerade auch für die privatwirtschaftlichen Plattformen. Der Öffentlich-Rechtliche muss sich sichtbar im Netz präsentieren können. Statt Sendeanstalten mit Obergrenzen für Text, Stichwort Presseähnlichkeit, im digitalen Raum unnötig zu gängeln, wäre es eben an der Zeit, Internetriesen wie Apple, Google, Amazon, Facebook zu kontrollieren, die genauso wenig Steuern zahlen, wie sie Verantwortung für Hetze im Netz übernehmen. Genau. Bei Fragen zur Ausgestaltung des Rundfunkbeitrages, immer ein hitziges Thema, fehlt uns sozusagen deutlich soziale Kompetenz. Jedes Jahr gibt es 3,5 Millionen Mahn- und Vollstreckungsverfahren beim Beitragsservice. Dieser unschöne und unnötige Aufwand ließe sich deutlich reduzieren, wenn die Rundfunkbeiträge von den Menschen etwa im BAföG oder SGB-II-Bezug auf Antrag befreit sind, als Verwaltungsakt staatlich kompensiert würden. So ein Modell, das auch laut wissenschaftlichem Dienst die Staatsferne nicht berührt, könnte die Beitragshöhe stabilisieren und dafür sorgen, dass die Sendeanstalten für die nächsten Jahre Planungssicherheiten haben. Wir hoffen, dass über solche Ansätze gründlicher nachgedacht wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Christoph Bleinstiel, CDU-CSU-Fraktion. Hast du meinen Namen richtig ausgesprochen? Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe noch anwesende Gäste. Ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sendungen wie Leschkosmos, Nano, ZDF Neo, aber auch Programmformate wie Extra 3 und die Anstalt gehören dazu. Was man auch sagen muss zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, er scheint ja sehr gut zu funktionieren und das zeigt ja die Debatte hier. Lieber Herr Renner, Sie haben sich vorhin so köstlich darüber beschwert, dass Sie angeblich sich von den Medien ausgesetzt fühlen und diskreditiert etc. Sie haben gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Vasall der Regierung. Ich kann Ihnen sagen, als Angehörige der Regierungspartei, wir würden das ganz anders sehen. Und wenn Sie jetzt die Debatte hier verfolgt haben, dann haben Sie festgestellt, dass eigentlich jeder irgendwie etwas zu kritisieren hat und sich ein Stück weit auch nicht zu Recht oder nicht richtig vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk behandelt fühlt. Und das zeigt doch, das System funktioniert, denn genau das ist ja seine Aufgabe, keinen hervorzugreifen, alle gleich zu kritisieren. Das ist doch ein gutes Zeichen, meine lieben Damen und Herren. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die zu kritisieren sind. Ich danke ausdrücklich den Kollegen von den Grünen und auch von der FDP, dass sie eine sehr schöne Auflistung gemacht haben, die jeder ja nachlesen kann, welche Punkte tatsächlich zu kritisieren sind und welche Dinge in Zukunft besser laufen müssen. Ich möchte einen Punkt noch herausgreifen, und das ist die Frage auch des Budgets und der Finanzierung. Denn die Kommission zur Erfassung des Finanzierungsbeitrages des öffentlichen Rundfunks hat bereits angekündigt, dass sie im nächsten Jahr eine Erhöhung von 3 Milliarden Euro möchte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein Budget ungefähr von 8 Milliarden Euro, das ihm zur Verfügung steht. Jetzt kann man sagen, das ist sehr viel Geld. Es ist auch sehr viel Geld. Und ich möchte dazu mal eine andere Zahl in das Verhältnis stehen, da nämlich genau dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Zahl erst kritisiert hat. Da ging es um die Finanzierung des Deutschen Bundestages. Dieser sei zu groß und zu teuer. Darüber können wir diskutieren. Aber das komplette Budget des Deutschen Bundestages beträgt ungefähr 973 Millionen Euro. Das heißt, nicht mal ein Achtel dessen, was dem kompletten öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Verfügung steht. Und im nächsten Jahr möchten wir ernsthaft darüber diskutieren, dass noch mal 3 Milliarden Euro hinzukämen. Dann wären wir bei 11 Milliarden Euro im Verhältnis zu ungefähr 973 hier im Deutschen Bundestag. Da muss ich Ihnen sagen, an diesem Verhältnis kann etwas nicht stimmen.
Und dann müssen wir auch sehr genau in Absprache mit natürlich mit unseren Ländern darüber diskutieren, können wir diesen öffentlichen rechtlichen Rundfunk moderner und effizienter gestalten? Können wir über Fragen reden? Ist die Quote wirklich das ausschlaggebende Kriterium? Wie viel Konkurrenz gibt es eigentlich zu den privaten Medien? Wann kommen die wirklich richtig relevanten Dinge in die Hauptsendezeiten? Das alles sind Punkte, die müssen wir diskutieren. Aber, und das ist der Grund, warum wir Ihren Anträgen nicht zustimmen können, das müssen wir in den Ländern diskutieren. Und das wurde ja auch schon angesprochen. Aber ich bin gerne bereit, Ihre Anregungen dort zu meinen Kollegen auch in die Rundfunkanstalten mit hineinzutragen. Und damit haben wir, sehr geehrter Herr Präsident, 50 Sekunden gespart. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich will jetzt auch mit der Bemerkung begleiten, dass der Deutsche Bundestag sein Geld wert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächster Redner hat das Wort der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben 50 Sekunden gespart, Herr Bernstiel. Für Frau Motschmann. Für Frau Motschmann, das ist wunderbar. Für mich wäre es auch sinnvoll gewesen. Trotzdem waren das jetzt nicht unbedingt 50 Sekunden mehr Wahrheit, sondern eher 50 Sekunden, die ich dann nutzen muss, um Sie in dem Punkt zu kritisieren. Wir sind uns einig im Grundsätzlichen, aber ich erlaube mir am Anfang doch die Bemerkung, ob es wirklich angebracht ist, jetzt Etatsteigerung und Budgetfragen des öffentlichen Rundfunks zu vergleichen mit dem Etat des Bundestages und dann aus unserer Sicht als diejenigen, die ja selber die Betroffenen sind, darüber zu richten, dass das zu viel sei. Ich halte das für etwas problematisch. Ich wünsche mir einen öffentlichen Rundfunk, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sehr gut ausgestattet ist, der exzellente Arbeitsbedingungen hat. Und es ist meine geringste Sorge, dass dieser öffentliche Rundfunk besser ausgestattet sein könnte als der Bundestag. Ich glaube, diesen Zustand werden wir leicht überleben. Wir haben also in der SPD-Fraktion einen leidenschaftlichen Wettbewerb. Der Herr Kollege Rabanus hat mit seiner Achillesferse jetzt natürlich vorgelegt und dann auch zu Recht davon gesprochen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so etwas wie die Achillesferse des Mediensystems und der Informationslandschaft sei. Mir sehen Sie es nicht an, aber nehmen Sie jetzt an, ich stünde vor Ihnen mit gebrochenen Herzen. Deshalb steigere ich das Ganze noch und würde sagen, tatsächlich, und das meine ich bitter ernst, ist dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der aus vielen Ecken gegenwärtig angegriffen wird, ohne Zweifel so etwas wie die Herzkammer des Zugangs zu Bildung und Information in diesem Land. Ich möchte Ihnen auch ein Beispiel nennen. Nehmen Sie sich mal als Beispiel gerade die AfD-Fraktion, für Sie wäre das besonders hilfreich, geradezu ein Bildungserlebnis, die Medienplattform Funk, die es sich zur Auftrag gemacht hat, im Rahmen des Öffentlich-Rechtlichen gerade die Zielgruppe 14 bis 29 Jahre zu erreichen. In dieser sehr wertvollen Plattform findet sich unter anderem eine Sendereihe namens Jäger und Sammler. Und einer der Moderatoren ist Tarik Tesfu. Und er hat aus Sicht der Feinde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Freunde des Rechtspopulismus etwas ganz Schlimmes gemacht, nämlich er wagte, schwul zu sein, schwarz und Feminist und gegen Faschismus sich einzusetzen. Das Ergebnis seines solchen Auftretens, das mutig und ein Beispiel ist für die Qualität öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist, dass er bergeweise Drohungen, Morddrohungen und sonstige höchst unappetitliche Erfahrungen machen musste. Kaum hatte ich mit ihm ein Interview geführt, hatte ich selber diese sehr unerfreuliche Erfahrung einer Morddrohung und eines Kopfgeldes. Und gerade diese Erfahrung von Tarik Tesfu und anderen sollten uns, glaube ich, Grund genug sein, alles zu tun, um diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken. Und deshalb ist es bei hohem Respekt vor der liberalen Medienpolitik aus meiner Sicht kein Kriterium, dass diese öffentlich-rechtliche Struktur besonders schlank und effizient sein muss. Das klingt mir ein bisschen zu sehr nach neoliberaler Folklore. Und auch die Idee, wir bräuchten eine nationale Rundfunkanstalt und möglichst weniger Sender, ist eher so etwas wie ein Minimalismus, den wir uns, glaube ich, nicht leisten können. Wir müssen uns da Maximalismus leisten in dem Gebiet. Denn die Debatte, zum Beispiel die Debatte um den Klimaschutz, zeigt,
dass es nicht immer gut ist, allein vom Nutzer zu denken und zu fragen, wie regulieren wir es mit seinem Verhalten, wie teuer ist das, sondern wir müssen systemisch uns das Ganze angucken. Und deshalb brauchen wir beim Klimaschutz zum Beispiel einen ganz starken öffentlichen Personennahverkehr. Und wir brauchen auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn der ist nichts anderes als der öffentliche Personennahverkehr zu Information, zu Bildung und auch zu Unterhaltung. Und gerade für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, durch Elternhaus oder andere automatisch solche Zugänge zu bekommen. Herr Kollege Lind, kommen Sie wieder zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lind. Als letzte Rednerin erhält das Wort für einen 4-Minuten-Beitrag die Kollegin Motschmann, Elisabeth Motschmann, CDU-CSU-Fraktion. Plus 50 Sekunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 26 Forderungen und Punkte der FDP im Antrag sowie die 18 der Grünen sind gut gemeint falsch adressiert. Nicht wir, der Bundestag, sondern die Bundesländer sind zuständig. Diese Zuständigkeit hat sich in 70 Jahren bewährt, und deshalb wollen wir sie auch nicht ändern. Aber wir nehmen Wünsche der Opposition natürlich gerne entgegen und stellen uns der Diskussion. Gerade in Zeiten zunehmender Desinformation, Propaganda und Hass im Netz ist natürlich eine unabhängige Berichterstattung sehr, sehr wertvoll und wichtig. Das Medienangebot in Deutschland ist eines der qualitativ hochwertigsten und vielfältigsten der Welt, dank des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie der privaten Medien. Auch das sei hier gesagt, das duale System hat sich bewährt. Diese vielfältige Medienlandschaft müssen wir erhalten und schützen. Ich habe mir nicht träumen lassen, dass wir das so irgendwann mal formulieren müssen. Dennoch wird über die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks derzeitig verstärkt diskutiert. Sind die Gebühren zu hoch? Brauchen wir ihn überhaupt im digitalen Zeitalter? Diese Fragen sind legitim, denn sie werden von etwa einem Drittel der Deutschen gestellt. Allerdings gibt es immer häufiger polemische, haltlose Kritik mit Vorwürfen wie Staatsfunk, Lügenpresse oder Fake News, wird man ARD und ZDF in keinster Weise gerecht. Wer das Vertrauen, und das sage ich in Richtung AfD, in unsere öffentlich-rechtlichen Medien zerstört, der zerstört Demokratie. Deshalb fordere ich Sie hier auch auf, hört endlich auf mit den substanzlosen Angriffen auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Denken Sie lieber mal darüber nach, dass eben diese Medien demokratische Werte vermitteln, dass sie überparteilich sein müssen, dass sie Kultur und Information, Bildung und Unterhaltung gewährleisten müssen, damit wir dieses breite Programmangebot haben. Ich habe selber erstens den Wunsch, dass nicht nur Einschaltquoten das Programm regieren. Ich habe zweitens den Wunsch, dass programmankündigende Trailer weniger Gewalt enthalten. Werbung mit brutalen Szenen sind nicht verantwortbar und garantieren im Übrigen auch keine höheren Einschaltquoten. Und letztlich kommt ein Wunsch, den Sie alle verstehen und der mir auch sehr am Herzen liegt. Ich wünsche mir mehr Frauen vor der Kamera. Das Bemühen der Sender erkenne ich an. Bis zum Alter von Mitte 30 ist das Verhältnis von Frauen und Männern vor der Kamera auch ausgeglichen. Super. Aber ab einem Alter von 35 bricht der Graben auf. Je älter sie werden, desto weniger sind Frauen im Fernsehen vertreten. Und das ist nicht in Ordnung. Ab 50 Jahren sind nur noch ein Viertel der Protagonisten weiblich. Bei 59 Jahren endet die Statistik. Also ich komme da gar nicht mehr vor.
In den Talkshows und Nachrichtensendungen gibt es nur 21% Experten, weibliche Experten. Und das, meine Damen und Herren, reicht nicht. Das reicht mir jetzt langsam, dass wir das immer wieder sagen müssen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Motschmann. Mit diesem dringenden Appell an mehr Frauen im Fernsehen beende ich auch an mehr gestandenen Frauen im Fernsehen beende ich die Debatte. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 8475 und 14032 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind mit diesen Überweisungsvorschlägen einverstanden, wie ich sehe und höre. Dann wird so verfahren.